Da fehlt noch eine Scheibe, genau. Behutsamkeit brauche ich. Na. Ich sollte mal die Decke vielleicht mal zumachen, dann geht das auch. So. Und eine Ochs brauche ich. Na! Wie doof ist das denn jetzt gerade gewesen? Zack. Oh. Achso, wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich auch gleich. Zack machen. Haben wir noch Fackeln dabei? Haben wir noch Fackeln dabei? Das ist auch mal geil. Kann ich hier auch gleich. Zack. Zack machen. So. Zack. Zack. Und weil es so schön ist, machen wir hier auch gleich die Wolle rein. Dann haben wir das erste Gebäude sogar fast fertig. Fast, aber noch. Da fehlen noch die Türen. Nehmen auch noch die Wolle rein. Und ja. Da fehlt noch eine Fackel. Das ist gut. Da kommt noch eine Fackel hin. Da kommt eine hin. Da kommt eine hin. Da kommt eine Glasscheibe hin. Da kommt hier eine Fackel. Eine Fackel. Und weil es so schön ist, machen wir hier auch Wolle rein. So. Zack, zack. Und dann. Die Wolle kann man kurz stapeln. Das geht ganz gut. Dann können wir das machen. Können wir das machen. So. Ast rein. Da fehlt noch Glas, sehe ich gerade. Puh, dann machen wir hier noch eine Fackel hin. Dann ist das ein bisschen ausgeleuchtet. So. Können wir hier noch mehr Wolle reinpacken? Ich sehe gerade. Also das möchte ich jetzt Nachbar nun auch wieder nicht haben. Eichenholz habe ich natürlich nicht dabei. Das ist natürlich gerade doof. Ja, bei dem Spruch, das ist gerade doof, da fällt mir immer wieder dieses Sheep World ein. Ne, alles doof und den ganzen Kram. Haus doof, das doof, jenes doof, welches doof? Alles doof, ne? Sheep World. Muss mal kurz gesagt sein. Das musste ich gerade mal sagen, dass der Sheep World fällt mir halt nur wieder gerade ein. So, wir machen mal hier oben. Hier oben machen wir fertig. Gut, das kann so bleiben. Dann gehen wir erstmal oben. Oben gucken. Hier fehlt noch eine Decke. Ach, wisst ihr was? Ist jetzt auch egal. Ist jetzt Banane. So, Tropenholz. Zack. Tropenholz. Zack. So, ist jetzt auch Banane. Zack, zack. Zack. So, diesen Anzeigefehler, wie eben, keine Ahnung, wo der her stammt. Auf jeden Fall habe ich den auch auf dem Server. Ich hoffe ja mal, dass sie den irgendwann mal beseitigen. Ich habe früher gedacht, das kam vielleicht mit dem Shader-Mod, was ich auch gerne mal wieder installieren will. Und ja. Das kann man aber dadurch nicht. Sondern das ist ja auch jetzt hier noch vorhanden. Mit dem Shader-Mod habe ich das Gefühl, es wurde dann jetzt noch im Nachhinein etwas verstärkt. So. Irgendwie ist mir das hier gerade zu dunkel. So, jetzt sieht man auch was. Jetzt kann man hier auch vernünftig die Teile setzen. So einfach ist das. Zack, zack. Du kommst raus.
18 Scheiben haben wir noch. Na gut, ich habe ja genug mitgebracht. Na, geh schon da runter. So, da kommen auch nochmal 3 rein. 1, 2, 3. Da drüben kommen auch nochmal 2 rein. 1, 2. So, dann kommt hier wieder Wolle rein. Und dann sind wir ja auch schon fast fertig hier, sehe ich gerade. Die Ebene haben wir. Und jetzt die Ebene hier noch und dann. Ja, hat nicht gedacht, dass die Wolle ausreicht. Gut. Das ist soweit, das ist auch soweit. Jetzt fehlt hier nur noch. Noch ein bisschen Tropenholz. Jetzt mir das Banane langsam. Hat hier gerade schon mal gesagt, das ist Bononi. So. Hier auch. Ach ne, Fackeln. Kohle habe ich. Das ist gut. Ach ne. Man sollte sie sich ja auch irgendwo hinpacken. So, jetzt kann man hier in aller Ruhe das Ganze zumachen. Mäh, 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 mäh. Ja, so. Ja, momentan ist mir gerade das Gesprächsstoff ausgegangen. Am Anfang der Aufnahme war ich noch richtig am Brabbeln. Jetzt gerade ist mir der Gesprächsstoff weggegangen. Das ist doof. Ja, wieder Sheep World, ich weiß. So, so und das, da sind sie. So und so. Hier runter. 9 Stück noch, da 2, da. Da eine, wir brauchen noch 2 Scheiben. Das heißt, wir machen hier jetzt nochmal auf die Schnelle ein paar Scheiben. So sieht das aus und dann geht das auch. So, 2 Scheiben. Hier unten Scheiben voll, das heißt, da noch eine Fackel hin. Wir brauchen noch ein paar Fackeln. Kohle habe ich noch. So, 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 so. 32 Fackeln, dann haben wir wieder hier genug Beleuchtung. Ja. So, ich finde nur noch Türen, Betten. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Betten. Badabadam. Machen wir mal so. Dann machen wir das mal so. 1, 2, 3, 4. Den Rest sammle ich gleich auf. 1, 2, 3, 4. 4 Betten, 1. Zwei. Drei. Und da ist auch schon Bett Nummer 4. So, wie in jedem Haus bei mir brauche ich eine Bastelkiste. Das heißt, Bastelkisten stelle ich jetzt bestimmt nicht her. Ich bin der Meinung, dass ich auf dieser Welt hier so viele Bastelkisten schon gebaut habe, dass ich so viele davon schon im Lager habe, dass das Lager da fast von überquillt. Sage ich doch, wir brauchen 1, 2, 3, 4 Bastelkisten. Dann brauchen wir Türen. Dazu können wir mal das Zeug hier alles mitnehmen. Ja, gut. Die Wolle brauche ich erst einmal nicht mehr. Da kommt die rote Wolle hin. Daneben kommt die gelbe Wolle hin. So. Dann haben wir doch in dieser Aufnahme schön das in die Häuser fertig bekommen. Ist doch was Feines. Wir brauchen 5 Türen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 5 Türen. Zack. 1. Zwei. Drei. Vier. Und 5. So. Bastelkiste. Bastelkiste kommt dahin. Tür kommt dahin, genau, so rum, war auch richtig rum.
Bastelkiste kommt da in die Ecke. Dann kommt da die Bastelkiste hin. Da fehlt noch Glas, sehe ich gerade. Ja. Da kommt noch eine Tür hin und die Bastelkiste kommt da auch noch rein. Und dann sind wir eigentlich fertig hier mit den Häusern. Dann haben wir hier jetzt wieder einen Haufen Häuser mehr. Mal schauen, wann sie von den Dorfbewohnern angenommen werden. Hier habe ich jetzt Multiplikator aus. Ich werde hier vorne auf der Ecke noch eins setzen. Puh, wofür die jetzt so sind, kann man dann Rätsel raten. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso ich die Tür hier zugemacht habe. Das macht doch gar keinen Sinn, dass ich das zugemacht habe hier gerade. Ist auch egal. Was ist das? Interessant, was ich alles so bastle. Ich glaube, ich habe das zugemacht, damit ich hier gucken kann, ob ich den schieben kann. Aber schieben geht nicht. Leider. Gut. Schade. Ich würde ja gerne das Ganze hier vernünftig jetzt benutzen können. Bisschen schade. Ich glaube, Dorfbewohner kann man nicht mehr schieben, ne? Ansonsten würde ich mal versuchen, jetzt diesen Dorfbewohner woanders hinzuschieben. Nee, nach einer Zeit gehen die einfach laufen. Und machen dann ihr eigenes Ding. Das ist irgendwann das Problem. Ja, wenn man sie aus einer bestimmten Grenze zieht. Also. Ne, der geht dann irgendwann laufen, geht den hier wieder zurück rein. Also. Es hat einfach keinen Sinn, jetzt hier zu sagen. Wisst ihr was? Ich möchte das jetzt einigermaßen belebt haben. Machen wir es jetzt ganz anders. LAN öffnen. LAN will starten. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, das auf die Ewigkeiten zu warten. Warte mal, habe ich jetzt richtig gestartet? So. Erschaffe Dorfbewohner. Passt mal auf, das Ding kommt weg. Das kommt zu. Und so, du bleibst jetzt da drin. So, und dann gehen wir jetzt mal woanders hin. Und da bauen wir mal kurz was auf. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Da bietet sich so ein Haus richtig für an. So, das Gebäude ist nicht sehr hoch. So, das geht aber nur in bestimmten Maße, was ich jetzt vorhabe. Und zwar, waren das jetzt? Das brauche ich. Habe ich vielleicht sogar dabei? Ist egal, das Holzfarbe ist egal. Moment, ich muss kurz ausprobieren. Das geht noch. Genau. So. So, das sieht jetzt gar nicht so spektakulär aus.
Mist. Muss das andere Holz haben. Habe ich das auch noch dabei? Nein. Ich suche Eichenholz. Da ist es. So. Schon gesagt, das sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Aber. Ich kann da nicht rein. Was aber auch nicht kann. Die Dorfbewohner können auch nicht raus. Was hat das jetzt hier für Vorteile? Wenn die sich jetzt hier Kinder erzeugen. Die Kinder können hier rein und raus. Die sind jetzt hier eingesperrt, die beiden. Aber. Die Kinder können hier rein und raus. Das heißt, sobald sie jetzt diese Tür hier annehmen. Mode 0. Die stellen wir zurück. Oh, erschaffen wir da unten auch nochmal ein. Ach, da ist jetzt auch egal. So, haben wir nochmal einen Dorfbewohner. So, diese zwei sorgen jetzt dafür, dass hier jetzt immer Bewohner sind. Ja, der akzeptiert das hier. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Sollten die jetzt durch Monster nachts hier die Dorfbewohner sterben, da kommen die Zombies nicht ran. Beziehungsweise bis auf die kleinen Zombies. Die ja. Aber die großen Zombies kommen da nicht ran. Ja? Aber was hier rauskommt, sind die Kinder. Das ist gut, das muss das sein. So. Ja. Genug Türen sollten hier sein, dass sie sich irgendwann mal anfangen zu vermehren. Gut, das wollte ich jetzt nur erreichen. Jetzt kann ich wieder alles abliefern. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das Eichenholz kommt da rein. Truppenholz kommt da auch wieder rein, die Leiter kommt da rein, der Zaun kommt da rein. Dort Glas kommt da rein. So. Ja, dann sind wir hier eigentlich soweit fertig. Das, was ich jetzt schaffen wollte in der Zeit, habe ich auch geschafft. Wir haben jetzt eine Stunde rum. Das ist nicht schlecht, also die Stadt ist wieder gewachsen. Vollzählig gewachsen jetzt. Gucken, was jetzt nächstes angehe. Ich glaube, die nächsten Gebäude kommen dann hier rum, so mit der Zeit. Also jetzt so gesehen die Häuser um das Ding hier bauen. Muss ich ja hinten auch noch, oder ich mache hinten die Häuser weiter demnächst. Also mal so, ich habe jetzt zurzeit ziemlich viel Spaß, hier jetzt hier in der Stadt zu bauen. Für euch ist es wahrscheinlich nicht ganz so aufregend. Gut, wir können jetzt mal gucken, ob die da um sich schon vermehren. Wichtig ist an der Sache halt, dass die hier ich habe es auch schon mal ganz anders gemacht. Oder ich mache das jetzt. Wäre auch eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, sogar sinnvoller. Dann könnten die beiden sich da wenigstens bewegen und akzeptieren definitiv die Türen. Weil jetzt riskiere ich gerade, dass die Türen nicht akzeptiert werden. Ich mache es absichtlich in einer anderen Farbe. Wir brauchen da eigentlich irgendwann nicht mehr hoch. Eigentlich brauchen wir überhaupt nicht mehr hoch. Beleuchtung müsste genug da sein. Dass es da oben auch dunkel genug ist, dass da keine Monster spawnen. Ja, hell genug ist es da oben. Das heißt, jetzt kommt hier keiner mehr durch. Raus, ja. Rein, nein. Wie ich gleich hier rauskomme, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. So. So, die beiden können jetzt hier die Türen akzeptieren, wie sie wollen. Auch benutzen. Nein! Ich Vollpfosten. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Oh, verdammt. Ah, die Seite habe ich ja gar nicht dran gedacht. Verdammt mich. Ah, Mist, mein Fehler. Also nochmal, Inventar. Ach nee.
Inventar, wir brauchen noch einmal. Halt. Das. Und das. Ja. So, ich komme wieder runter. Das ist gut. Und die beiden Dorfbewohner sind jetzt oben gefangen. Die kommen da auch nicht raus. Hier oben kann auch nichts spawnen. Ah, geht das Liebesspiel schon los? Mehr oder weniger. Ich höre das schon quieken hier irgendwo. Halt. Jetzt aber eilig.